Kurzum, wir kommen zu unserer nächsten Kategorie. Die heißt Wissen und Bildung und das sind die Nominierten für den Grimme Online Award 2015. Nominiert in der Kategorie Wissen und Bildung sind die Multimedia-Reportage Auferstanden als Ruine über den Wiederaufbau nach dem Erdbeben auf Haiti. Die Floskelwolke, die für den sorgfältigeren Umgang mit Sprache sensibilisiert. Die sehr persönliche Familiengeschichte Mein Vater, ein Werwolf. Die interaktive Webserie NetWars, Out of Control, über einen drohenden Cyberkrieg. Das Spiel zum Thema Flüchtlinge, Refugees, 4 Monate, 4 Camps. Die YouTube-Reihe Schore, Stein, Papier, in der ein Ex-Junkie über sein Leben berichtet. Und das Web-Special Trauern verboten, das eindrucksvoll gegen das Vergessen des Tiananmen-Massakers anarbeitet. Natürlich haben wir auch in dieser Kategorie einen Paten. Er ist ein erfolgreicher, etablierter deutscher Schauspieler. Bisher war sein Metier Fernsehen und Kino. Mittlerweile spielt er aber auch im Internet. Und zwar in der Netzserie Der Lack ist ab. Kai Wiesinger ist bei uns. Netzserie, Der Lack ist ab, zusammen mit Bettina Zimmermann. Erklär uns ganz kurz, um was es geht. Es ist eine Webserie für Erwachsene. Einfach, wir reden davon, was passiert, wenn man älter ist als 20. Und ich habe mir lange überlegt, mit welchem Thema ich meine erste Regie machen möchte, weil irgendwann, wenn man 30 Jahre vor der Kamera steht, kommt der Punkt, da kribbelt es einem unter den Nägeln oder vielen. Und es ist einfach ein großer Mangel an Inhalten, fiktionalen Inhalten für Menschen über 35, würde ich mal sagen. Und da habe ich mir das Thema rausgesucht, wovon ich am meisten verstehe, und das ist älter werden. Also du hast richtig mit Absicht auch entschieden, ich will eine Webserie machen? Oder war das dann eher, bist du da so reingerutscht? Nee. Nein, das war eine ganz, ganz bewusste Entscheidung, weil das Netz bietet einfach ganz andere Möglichkeiten, als das die anderen Medien bisher tun. Und man kann völlig frei arbeiten, ohne dass man irgendwelchen Zwängen unterliegt oder irgendwelchen, das muss für einen Donnerstag und geht nicht am Mittwoch, sondern mir geht es darum eben, und deswegen liebe ich diese Veranstaltung bisher, es geht einfach um Qualität, dass man was macht, was einfach gut ist und was nicht in ein Schema unbedingt passen muss, sondern dass man einfach gute Unterhaltung macht. Und da sind die Möglichkeiten im Netz gerade großartig. Denkst du, das Fernsehen wird aussterben? Nein, das Fernsehen ist ja eine tolle Sache, aber es ist einfach für uns Kulturschaffenden eine ganz andere Möglichkeit, was wir jetzt auch hier an den investigativen, journalistischen anderen Möglichkeiten sehen. Das Netz bietet sicherlich riesengroße Gefahren, aber es bietet auch ein ganz, ganz großes, wirklich ein Zugewinn an Ausdrucksmöglichkeiten und vor allen Dingen an einer ganz anderen Direktheit. Man kann ganz ungefiltert das tun, wozu man steht und wofür man steht, und man kann das sagen, was man glaubt, was richtig ist. Das hast du sehr schön gesagt.